Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Ich gehe zwei verschiedene Sachen heute an. Zum einen werde ich unter der Modellbahnplatte, also unter dem Modul arbeiten. Ich hatte es ja im letzten Video angekündigt. Und zum anderen werde ich ein neues Projekt starten. Das heißt, so neu ist das Projekt nicht. Ich werde es weiterführen. Aber ihr werdet schon am Ende sehen, worum es geht. Erstmal schauen wir uns jetzt an, was ich hier überhaupt mache. Und zwar habe ich mich gerade unterhalb der Platte befunden, des Moduls, was wir hier gerade ein Stückchen davon sehen, habe da ein Loch reingebohrt, wie man erkennen konnte. Und dieses Loch diente im Grunde genommen als Stromversorgung für das Stückchen Gleis, was ich hier vorne gelegt hatte, wo ich ja gesagt habe, dass ich wahrscheinlich hier, wenn ich es mache, aber ich muss mal schauen, ein halbes Bahnbetriebswerk hinbauen oder so einen Schnitt durch ein Bahnbetriebswerk hinbauen werde. Das wird ja separat mit Strom versorgt, ist die Trennstelle vorne ran, sodass, wenn da drinnen Fahrzeuge stehen oder auch insbesondere Wagen oder Personenwagen, die dann Beleuchtung haben von Haus aus, dass die dann nicht leuchten, wenn sie nicht leuchten sollen. Deswegen kann ich es abschalten. Was ich hier allerdings mache, das ist ein Dimmer, den ich anbaue. Und zwar hatte ich ja, glaube ich, im vorletzten Video euch gezeigt, da hatte ich ja unter dieser kleinen Brücke, die oben gebaut wird, das erklärt sich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich aber nachher drauf eingehe, beziehungsweise man wird es vielleicht noch sehen. Da ist ja eine Nachtbeleuchtung drunter gekommen, sodass es unter der Brücke in der Nacht kleines bisschen heller ist, sodass man da eben was sehen kann, wenn ein Auto steht oder irgendwas. Da reicht es eben mir nicht, wenn ich da einen Widerstand mache. Den habe ich ja hier sowieso dazwischen, wenn man es gerade sehen kann. Sondern eben noch diesen 10K-Dimmer oben drüber gebracht habe, dass man das Nachtlicht noch dimmen kann. Das ist im Grunde genommen die ganze Sache, die ich jetzt auf der linken Seite gemacht habe. Das wollte ich euch bloß der Vollständigkeit halber zeigen. Denn im vorletzten Video habe ich ja gesagt, dass ich das euch noch zeigen will und dass ich das machen will. Und das habe ich jetzt hiermit erledigt, sodass man es eben sehen kann, wie das Ganze ist. Hier sehen wir ganz kurz einen Überblick über das untere Modul. Hier sehen wir die 8 Eingangsstränge, die jetzt erstmal nur 3 belegt sind. Das heißt eben Nachtlicht, Bahnhofslicht, Straßenlicht, Hauptbeleuchtung 1 und 2 und so weiter und so fort. Und das Ganze wird hier durch diesen 25-poligen Stecker zu dem Modul nach oben geleitet und wird im Grunde genommen geregelt, gesteuert, alles von der Modellbahn unten im Untergrund runter. Aber auch, ihr seht schon, dass an der Modellbahn, an der Plattform von unten, an dem Modul von unten, auch jede Menge Elektrik verbaut. Das ist ja klar, da müssen ja die ganzen Weichenantriebe, wie man das sieht hier und so weiter und so fort, geht auch drunter. Das werde ich jetzt nicht näher erklären. Hier links sehen wir eben diesen Dimmer, den ich da gebaut habe. Und auf der rechten Seite haben wir zum Beispiel das, was ich jetzt gerade zeige, hatte ich ja in der letzten Folge gemacht, habe ich ja dieses Bremssystem für mein Car-System gemacht. Und da wollte ich ja heute im Untergrund weiterbauen. Das mache ich auch. Da werde ich jetzt vielleicht mal gar nicht mehr so viel dazu erzählen, sondern ich habe einen interessanten Hinweis neulich bekommen. Und zwar wurde ich gefragt, warum ich das Ganze nicht mit einem Elektromagneten löse. Ich habe ja da diesen Magneten, der sich so kippt. Das sehen wir ja auch gleich wieder. Und das Ganze gibt es ja auch. Man kann ja auch Elektromagneten kaufen, die halt nur dann anziehen, wenn ich einen Knopf drücke. Oder auch angezogen lassen, wenn man eben mit einem entsprechenden Relais arbeitet. Und ja, diesen Hinweis habe ich schon mal bekommen vor 3, 4, 5 Videos. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich mir dazu auch Gedanken gemacht, habe mich damit beschäftigt, habe sogar einen Elektromagneten hier liegen aus dem Modellbahnbereich. Der wäre aber erstens zu groß gewesen für den Bus, dass der reingepasst hätte. Dann hätte man ihn sehr, sehr deutlich gesehen innerhalb des Busses, nämlich da, wo die Scheiben sind. Und es hat nicht wirklich funktioniert mit dem, was ich hier vorhatte. Also der Riedkontakt, das hätte viel dichter dran sein müssen und so weiter. Das war nicht gut. Und deswegen die Sache, die Lösung aus dem letzten Video, wer sich es angeguckt hat, sieht man heute auch noch ein bisschen. Da unten ist ja der Antrieb, wo eben der Magnet sich dann oben kippen kann. Das ist ein Neodym-Magnet, der ist ziemlich stark. Und der Neodym-Magnet, der hat eben die Kraft, tatsächlich den LKW, der so 2 Zentimeter weiter weg steht, zum Halten zu bringen. Mit einem Elektromagneten hatte ich diesen Erfolg nicht. Wer es gerne sowas ausprobieren möchte, das ist ja ein ähnliches System, als wenn man das unter die Fahrbahn setzt. Das wird ja auch mit Elektromagneten gemacht. Ist mir, wie gesagt, geht bei mir nicht so richtig und hat mir auch nicht so richtig gefallen. Unter meiner Fahrbahn könnte ich eh nichts anbringen. Also habe ich ja die Variante gewählt, eben mit dem Antrieb, der da gerade zu sehen ist, hinter dem Schrau hier, der rechte Antrieb, wo dann die Stange rüber geht und wo dann der Kippmagnet oben drüber ist. Und hier wollte ich euch bloß mal ganz kurz die Elektrik zeigen. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch angesprochen, dass ich das machen werde. Wir sehen also, da kommen jede Menge Kabel raus, die aus diesem Antrieb gehen. Da wird ja die Beleuchtung mit für meinen Stellpult vorne. Das heißt, ich habe es ja in dem Fall am Modul vorne dran. Das Stellpult selber ist ja eine Etage tiefer. Dass dann ich sehe, ob da das auf Stopp steht oder auf Fahrt steht. Da oben tippe ich es gerade an, wollte ich sagen. Wir sehen es ja, das rote Licht, das grüne Licht. Und entsprechend schaltet sich ja unten auch dann
dieser Kippmechanismus um, sodass eben der Magnet an Position gefahren wird oder auch zurückgefahren wird, zurückgezogen wird, dass dann eben oben Fahrt oder Stopp ist. Wir werden es auch gleich nochmal sehen. Ich hatte es ja in der letzten Folge ganz kurz schon mal angeschnitten. Wer übrigens die letzte Folge nicht gesehen hat, da zeige ich, wie ich das alles einbaue. Ich verlinke es unter dem Video. Ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen. Hier sehen wir jetzt den Taster auf der rechten Seite. Grün, das heißt Durchfahrt. Rot heißt Stopp, ist auch klar. Und die Position des Magneten, der da oben hinter dem Bahnhof zu sehen ist, ja, bestimmt dann im Grunde genommen, ob das Fahrzeug anhalten soll. Jetzt steht es auf Stopp. Das heißt, das Auto bleibt stehen. Wir sehen es ja schön. Und wenn ich auf Grün drücke, zieht sich der Magnet zurück und der LKW fährt los. Natürlich wird das Ganze getarnt durch den Bus, der da drüber steht. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch gezeigt. Das mache ich auch gleich nochmal, so dass es eben nicht zu sehen ist. Ist ja klar, ich will ja da nicht so einen Magneten auf der Straße stehen haben, der da hin und her kippt. Das würde ein bisschen doof wirken, aber ihr seht, es steht auf Rot. Und wirklich sehr, sehr zuverlässig. Es ist tatsächlich in dem kompletten Magnetbereich. Und das wäre eben mit dem Elektromagneten in der Form gar nicht richtig möglich gewesen. Weil da hast du eben dann, dass es nicht stark genug ist oder ich habe es probiert, mir hat es nicht zugesagt, mir hat es nicht gefallen. Aber trotzdem vielen Dank für die Idee, für die Anregung. Aber ja, es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man machen will. Wenn es unter der Fahrbahn ist, ist man auch viel, viel näher an dem Riedkontakt dran. Dann kann man das durchaus lösen. Hier seht ihr wieder den Bus, den ich in der letzten Folge ja vorbereitet hatte. Dass der auf dem Magneten jetzt drauf sitzt, also man sieht es halt nicht mehr. Und den Elektromagneten hätte man so richtig in dem Bus gesehen, beziehungsweise er wäre fast schon ein bisschen zu dick gewesen. Ja, also hätte nicht im Bus reingepasst. Und ihr seht, das funktioniert, man sieht gar nichts, der Bus bewegt sich nicht, ist klar, der Ritz ist groß genug da unten drunter. Man sieht einfach nichts davon. Natürlich wird LKW und Bus noch gestaltet, gemacht. Ihr werdet auch nachher noch sehen, dass ich im letzten Teil eben anfange, die Gestaltung vorzunehmen. Das bleibt nicht so karg, wie das alles ist jetzt hier. Ja, eine graue Fläche und unbemalte Fahrzeuge. Das, wer mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht mache. Das muss also alles ein bisschen schön sein, gestaltet werden. Und ja, man sieht es halt jetzt. Und ich mache eben doch einige Tests. Die meisten Tests habe ich ja in der letzten Folge schon gemacht. Bin ich ja im Schnelldurchgang durchgegangen. Hier wollte ich es bloß nochmal zeigen, dass man wirklich sieht, das Ding ist tatsächlich zuverlässig. Ja, so, jetzt kommen wir mal zum dritten Teil des Videos. Das ist tatsächlich, ich fange mit den Straßen an. Ich hatte es ja schon mal gemacht, also nicht gemacht, aber angesprochen, dass das nicht die grauen Flächen bleiben werden, wie man sie sieht. Das sieht ja nicht schön aus. Natürlich kommen da jetzt die weißen Fahrbahnstreifen ran. Ich möchte bloß jetzt dazu noch erwähnen, dass ich da in der nächsten Folge dran ansetzen werde oder aufbauen werde auf diese Linien jetzt hier. Ich werde auch genau zeigen, erklären, was ich da gemacht habe, was das mit den Linien auf sich hat und so weiter und so fort. Denn ich habe da lange rumgeknobelt, wie kriegst du das am besten hin, was nimmst du für Materialien, wie funktioniert das, was für mich nämlich nicht in Frage kam, dass ich die Linien mit einem Pinsel oder mit einem weißen Edding ziehe. Da bin ich ehrlich, das gefällt mir nicht, das ist mir zu unsauber. Natürlich werden auch diese Linien an bestimmten Stellen einen leichten Bogen haben, aber wer draußen rumfährt, der weiß, dass nicht alles immer perfekt ist, dass auch die Linien am Fahrbahnrand oftmals einen kleinen Schlängel drin haben oder irgendwas in der Art. Und da orientiere ich mich ganz gerne nach, wie sieht es denn tatsächlich da draußen aus, obwohl ich viele, viele Sachen eben mir so selber ausdenke, beziehungsweise auch mache oder sage, das möchte ich gerne so, wie zum Beispiel diese Linie. Die ist nicht unbedingt Pflicht, manche sind durchgezogen, manche sind unterbrochen, manchmal ist gar keine da. Ich mag das, ich wollte die Linie gerne da haben, denn das soll der Aufstellpunkt sein, wo dann eben vielleicht auch mal ein LKW steht oder irgendwas in der Art. Die kommen ja da auch drauf, die werden ja auch noch beleuchtet. Und hier sieht man schon, dass ich die Linien hervorragend nochmal ein bisschen richten kann. Ja, da habe ich so ein Metallteil, da kann ich eben die Linie nochmal schön mir so in die Kurve reinziehen, dass mir das eben gefällt. Das kann man also sehr, sehr gut arbeiten. Und wenn man da so kleine Fusseln, so weiße Fusseln in den Linien sieht, die mache ich auch gleich ab. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr seht es jetzt hier gerade mit dem Pinsel. Kann man ganz hervorragend machen. Aber wie gesagt, darauf gehe ich im nächsten Video nochmal ein, was ich da speziell alles mache. Das ist ja noch lange nicht fertig. Wie ich das gestalte, die Materialien und die Vorgehensweisen, wollte ich euch jetzt hier nochmal anteasern, weil ich wollte euch nicht das ganze Video mit diesem Elektrik-Kram da langweilen. Wer da Fragen hat, immer gerne her damit. Ich bringe auch gerne mal ein Sondervideo dazu. Überhaupt kein Thema, mache ich gerne, überhaupt kein Ding. Aber die meisten haben da fast keine Fragen zu. Wenn, dann schreiben die meisten mich per E-Mail an. Was ich jetzt mache, ist das Ganze mit Wash wieder aufzubessern. Das heißt, ich suche mir jetzt auf der Straße Stellen raus, die ein bisschen dunkler sein sollen. Zum Beispiel der Fahrbahnrand wird gleich ein bisschen stärker bemalt werden. Ja, ihr seht schon, es ist alles nass in nass jetzt hier. Und dann wird eben nochmal auf diesen Linien, auf diesen
Ja, Außenseiten der Fahrbahn wird es ein bisschen dunkler gemacht, denn das ist, unterstützt zwei Effekte. Zum einen, dass die Straße vielleicht einen leichten Buckel hat, ja, weil es außen ein bisschen dunkler ist, wirkt das dann so. Also ist in unserem kleinen Maßstab alles relativ schwierig immer zu machen. Und zum anderen eben, dass es ein bisschen einen tiefen Effekt hat. Hier mache ich jetzt noch ein bisschen mit Grün, denn da kommen ja später auch noch, auch wenn die Straße erstmal nur so aufgesetzt wird, kommen ja später auch Begrünung noch ran, ja, die Böschung und was auch immer. Und dann kommen da eben Pflanzen an Straßenrand hin. Und damit er so einen leichten Übergang hat, mache ich ein ganz leichtes Grün drüber. Wenn man das jetzt hier so stark sieht, ist das nicht weiter schlimm. Wenn das trocknet, ihr werdet sehen, ist das alles viel, viel heller, als es jetzt zu sehen ist. In der Nähe des Bahnüberganges mache ich das Ganze mit Rostfarbe. Die Rostfarbe einfach nur, weil es eben ein Metallgleis ist, was vorbeiführt. Und dass das Ganze so ein bisschen so rübergefahren wurde von den Fahrzeugen oder wie auch immer. Oder ja, das habe ich mir halt so ausgedacht. Ob das da draußen wirklich so aussieht, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Mir gefällt's. Und hier sieht man übrigens auch, dass die Unebenheiten der Fahrbahn schön rauskommen. Die wirkt also viel, viel echter jetzt dadurch. Und auch die kleinen Ritzen und Risse, so die drinnen sind, sieht man also hervorragend. Ja, und ich habe das Ganze so ein bisschen überpinselt. Und an der Stoppstelle sieht man es vielleicht jetzt ein bisschen schlecht. Habe ich auch noch mit Dunkel gearbeitet. Hier sieht man es. Das soll also die Stelle sein, wo die Fahrzeuge oft stehen. Dass da eben vielleicht auch mal ein Tropfen Öl runtergekommen ist. Und dass da vielleicht ein bisschen was irgendwie... Naja, vom Stehen halt kennt man ja an solchen Stellen irgendwo. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Bei mir gibt es das zumindest und ich finde es nett. Kleines bisschen abtupfen, damit es eben nicht zu rund wirkt alles irgendwo, sondern ruhig ein bisschen so fleckig. Auch wenn das jetzt hier so ein bisschen flüssig so aussah, es sieht gleich ganz anders aus. Nämlich nachdem ich das Ganze mit diesem speziellen Klarlack hier überziehe, das heißt speziell, weil der ultra matt ist. Der ist wirklich so matt, dass man eben keine glänzende Oberfläche nachher mal drauf hat. Das verwende ich also überall bei mir. Diesen Lack, den ziehe ich auch auf meine Berge auf meine Landschaften und so weiter, damit das eben wirklich schön matt alles ist. Das werde ich euch alles im nächsten Video nochmal verlinken und auch zeigen. Und jetzt streiche ich mit diesen Pinselchen hier, mit diesem Schwammpinsel das Ganze nochmal ein. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Exkurs. In der nächsten Folge gibt es ein bisschen mehr dazu. Und ihr seht schon, so sieht es aus dem Nahen aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, wenn ich es hier auf der Platte sehe. Da bringe ich euch auch mal Vorher-Nachher-Bilder. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nämlich in der nächsten Woche zu diesem Video, wo das alles nochmal kommt. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin, Freitag 16 Uhr bin ich wieder für euch da. Macht's schön gut, schaut euch eins von den beiden Videos hier an. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Und dann, ciao, euer Uli.